auch Rassist. Scheiße, der ist jetzt bei uns. Also, viele Dinge, die da passieren und ich verstehe es auch nicht mehr. Oder wir haben Pikita, wir haben Lekita, wir haben Pakita, Mykita. Ich frage mich immer, wofür die sind in Friedrichshafen, die müssen sich Frikita nennen. Das ist nicht gut. Also, generell alle Pegida-Leute als Nazis beschimpft. Habe ich nie getan, aber da drüben bei der Pegida sind wirklich Nazis mit dabei. Und ich würde aber gerne an dieser Stelle, weil ich habe auch ein Herz für Menschen aller, wo es auch immer, pass auf, ich möchte meinen Faschisten-Info-Service geben, weil Pegida, haben wir mal recherchiert, ist eine Stadt in Togo. Und es ist natürlich... war vor 150 Jahren, war das deutsche Kolonie. Zeigt eigentlich nur, dass wir Deutschen auch gern immer irgendwo eingewandert sind, aber wir haben keinen Asylantrag gestellt. So, und ja, ich muss dazu sagen, ich war auch als Bagheera der Name, ich habe am Anfang, ich war so enttäuscht, weil ich dachte, Bagheera, das ist so nah am Bagheera, so ein Held meiner Kindheit. Bagheera, und wer das noch vom Dschungelbuch kennt, Bagheera ist ein schwarzer Panther, der mit einem Bären dem Flüchtlingskind Mowgli quasi das Leben rettet und ihm zeigt, wie man im Dschungel überlebt, ohne RTL, muss man das so sagen. Und ich möchte jetzt an der Stelle, man muss auch mal ein bisschen Humor machen, ich möchte an der Stelle noch ein bisschen, da möchte ich noch mal kurz ernst werden, weil, wie gesagt, ich kriege im Moment sehr viel auf Facebook von den, also intelligenten, ich nenne sie mal humorbefreiten Pegida-Anhängern, und da gibt es unter anderem, ich nenne ja keinen Namen, aber, wo ist er denn jetzt? Pass auf, jetzt ist er weg. Ich möchte einem vorlesen, weil es tatsächlich ist, dass ich manchmal wirklich das Kotzen kriege. Und das Problem ist, wenn hier irgendwelche Leute sind aus Dresden, die sagen, ja, wir sind ja keine Nazis, wir sind ja nur mal so ein bisschen, wir sind ja nur mal ein bisschen so dabei. Oh, jetzt find ich gerade nicht. Wo ist er denn jetzt, der Meister der Worte? Ich möchte mal was vorlesen, was Menschen von Pegida wirklich auf Facebook posten. Und jetzt pass auf. Kriege ich ihn denn hier jetzt her? Oder muss ich es auswendig machen? Ich glaube, muss ich es wahrscheinlich kriegen. Scheiße, das ist, meine Hände sind zu kalt für dieses kleine. Pass auf! Es ist so, wie gesagt, es gibt einen, der mich dauernd beschimpft, weil er sagt, er will nicht Nazi genannt werden. Er hat bei mir auf meiner Facebook-Seite ein Bild gepostet, und zwar von dem Massaker, das eine Islamistengruppe in Nigeria angerichtet hat. Und wenn ihr dieses Bild gesehen habt, ist ein sehr, sehr grausames Bild. Du siehst Menschen tot, Köpfe wirklich zerschlagen. Es ist ein furchtbares Bild. Und den Satz, den er dann geschrieben hat, schau mal. Diese Afrikaner wären auch gern zu deinem Arbeiterfasching gekommen, aber die schaffen es wohl nicht mehr. Und ja, so kann man sein. Und dann kommt der Dreh- und Angelpunkt, dann sagt er, pass mal auf, aber die Mörder von denen, die da liegen, weil erst sagt er, heute Hirnzellen, wie ich auch, und dann sagt er, die Mörder, die quasi die umgebracht haben, die wollen wir in Deutschland haben, und es sind deine Freunde. Und seine Wortwahl war dann Hauptsache bunt und enge Pussy. Und ganz ehrlich, wenn das nicht rein rassiger Rassismus ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und es ist wirklich schlimm, was Menschen von sich geben. Es sind nicht alle von denen, aber ich bitte jeden, der wirklich gedacht hat, ja, mei, ich bin ja nur mal so von denen, dass wir nur mitlaufen, da sind schlimme Leute dabei. Und an dieser Stelle, mein Schluss, möchte aber noch einen Appell sagen, ich vermisse, und nicht in München, ich vermisse in Deutschland, tatsächlicherweise vermisse ich die großen Politiker. Die Merkel hat am Neujahr was gesagt, aber was war denn jetzt in den letzten? Nichts mehr, ich höre nichts mehr. Und ich möchte, dass mehr gesagt wird von bekannten Politikern und dass wirklich was geht. Genau. Und in diesem Sinne, München ist bunt, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Servus. Danke.